Hallo, hallo und willkommen bei der neuen Folge von Inside. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xaug und wir legen auch gleich los. Der kleine Junge im roten Hemd mit den schwarzen Haaren hat hier ein kleines Problem, denn das Wasser ist an der Decke, das verstehe auch ich heute nicht. Aber das kriegen wir trotzdem hin, denn wir haben hier unten einen kleinen Schalter und dieser Schalter, nicht Walter, sondern Schalter, der hat die Möglichkeit, Wie war denn das jetzt hier? Wie konnte man... Hallo? Oh. Hab ich jetzt... Hä? Moment mal. Hab ich jetzt echt vergessen, wie man hier die Kisten bewegt? Das gibt's doch nicht. Oh, hä? Ja, das... Nee, das passt. Wieso? Ja. Keine Ahnung. Aber normalerweise. Ah, okay. Ich hab irgendwie die falsche Taste gedrückt. Vielleicht weil es so dunkel ist. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, wir können jetzt hier diese Kiste hier mal so schön hier rüberschieben. Da können wir jetzt hier runterhüpfen. Und den Wasserspiegel senden. Gluck. Da hält er sich fest. Okay, und können wir dann unter Wasser die Kiste schieben, oder? Genau. Unter Wasser können wir ja atmen, genau so war das ja. So, jetzt können wir nämlich diese nette Kiste hier so drauf schieben. Wir hatten das ja schon letzte Woche probiert gehabt. Und dann irgendwie müssen wir ja da auf der anderen Seite darüber kommen. Und ich hatte da schon letztes Mal ein bisschen so, war ich da schon ein bisschen verzweifelt irgendwie. Weil das nicht so ganz funktionieren wollte. So, jetzt können wir nämlich die Kiste da runter senken. Was das jetzt bringen soll. Ah ja, genau. Jetzt machen wir das nämlich so, dass wir den Wasserspiegel nur so ganz knapp über die Tür machen. So. Jetzt können wir nämlich auf die Kiste und in die Wasserfläche da oben reinkrabbeln. Das ist voll geil. Ist basic pur. Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll. Und wir können dann wieder hier unten rausspringen und zack. Sind wir in dem nächsten Raum. So, schauen wir mal, was hier passiert. Keine Ahnung. Wir haben hier Wasser. Ich hüpfe jetzt einfach mal hier ins Wasser, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Aha. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal nichts mehr machen, aber wir gehen jetzt mal hier runter. Schauen wir mal, was hier unten ist. Aha. Aha. Okay. Da steht eine. Wir sollten mal aufpassen, dass die uns nicht sehen. Okay, die sind jetzt rausgegangen. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Ich glaube, das passt schon. Ich glaube, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Aber gut, dass wir gewartet haben, weil die hätten uns bestimmt gesehen. Steht da jemand? Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll oder muss. Auf jeden Fall können wir hier erstmal nichts machen. Ja, dann gehen wir da einfach mal wieder zurück. Hier können wir auch nirgendwo was machen. Vielleicht. Hä? Ach, hier ist ein Hebel. Oh.
Da wird mir ganz anders, da wenn ich das. Moment mal, die stehen auf. Oh. Oh. Tun die mir was? Ich bin mir nicht sicher. Ich bleib jetzt mal stehen. Ah, die tun mir gar nichts. Die mögen mich. Das hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten. Die mögen mich. Ja, schaut doch mal. Die nehme ich sogar hoch. Und wenn ich jetzt möchte... irgendwas stimmt mit der Tastatur. Ach so. Nee, passt schon. Schaut, die mögen mich. Schaut, wenn ich jetzt die hier so herstelle. Und die lasse dann hier so... Yay! Und nochmal. Kommt schon, ihr könnt mich doch höher werfen. Nee, das reicht irgendwie nicht, Leute. Na, das, reicht nicht. Das müssen wir nochmal üben, Jungs. Ach so, warte mal. Ich habe eine Vermutung. Die können mir wahrscheinlich helfen, dass ich an den Hebel da hinten wieder dran komme. Guck mal, die bewegen sich teilweise hier wie Fische hier. Ja, gehört. Hüpp, hopp. Es sieht leicht unangenehm aus, finde ich. An den komme ich jetzt dran. Aha! Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Aha. Dann können die mich wahrscheinlich hier nach oben schmeißen. In die... die Wasserdecke hier rein. Aha. So, und jetzt? Jetzt schwimmen wir einfach mal nach rechts und gucken mal, was da so passiert, ne? Vielleicht kann ich jetzt runter, mich runterfallen lassen und dabei die Knöpfchen da drücken. Aha. Das ist nicht dumm. Vor allem nicht von mir, was ich da jetzt getan habe. Das ist ja äußerst interessant. Guck mal, die mögen mich alle. Schaut mal, wie die mir hinterherlaufen. Oh, die haben mich richtig gern. Aber trotz alledem stimmt doch irgendwas mit der Tastatur nicht. Also mit der Einstellung. Irgendwas hat sich da verstellt oder so. Weil ich hatte das doch eigentlich irgendwie hier hinten, dachte ich. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas hat sich da verstellt. Ich habe das jetzt einfach mal so wieder geändert, wie ich das Gefühl habe, dass... Nein! Hey, wie können die überleben und wir sterben? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Da hätten die mich ja eigentlich während dem Fall auffangen können. Und dann, ja. Ja! Und tschüss, wie die Lemminge. Ich mag sie. Ja. Und jetzt... weiß ich auch nicht. Ah, ich glaube, die warten unten und fangen mich jetzt auf. Oh, ist das toll. So, und ich lasse sie jetzt einfach da selbstlos da alleine. Ich finde das ja schon ein bisschen makaber, ne? Aber schauen wir mal, hier ist irgendwie sowas wie ein Aufzug oder so. Hm. Und was bringt das jetzt? Effektiv bringt uns das irgendwie gar nichts. Also fahren wir wieder runter. Ich habe keine Ahnung, ob das über... Was? Aber wir müssen das machen. Das finde ich auch so komisch. Warum laufen wir denn nicht einfach dahinter? Da ist doch ein schöner Weg. Hm.
Können wir links gehen? Ah, links konnten die mitkommen. Dann schauen wir doch einfach mal, was passiert, wenn wir jetzt links gehen. Aha! Jetzt sind wir wieder alle auf einer Ebene. Raffiniert. Und da oben. Ja, da oben ist doch was. So ein Kabel, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl... Aber das wäre ganz komisch. Doch, schaut her. Da ist nämlich was. Man sieht es aber nicht so ganz so gut wegen dem Balken. Das ist ja schon... Also das ist ja schon ein bisschen gemein, finde ich. Ja, aber was bringt uns das jetzt effektiv? Da ist wieder so eine komische Kugel. Ich glaube, die brauchen... Also, ich glaube, ich habe mal gelesen irgendwie, das ist so ein... Ja, so... So ein... Für den Sammeltrieb. Lustige Kugeln zum Fangen. Oder zum Sammeln. Ich glaube, notwendig ist es nicht. Ist nur ein nettes Future, wenn man das mitnimmt. So, jetzt fahren wir halt mal einfach ganz nach unten. Jetzt haben wir die Kollegen mit dabei. Vielleicht. Aha. Kriegen wir zusammen die Tür auf. Ja, super, Leute. Hupsa. Achtung. Ein bisschen tief. Wo sind wir denn hier? Das ist ja eine riesige Halle. Da hinten laufen auch welche. Bleiben wir mal stehen. Was passiert dann? Der läuft weiter. Schaut her. Ich weiß aber nicht, warum. Moment mal. Nee, doch nicht. Ich hatte jetzt das Gefühl, der kommt hier rüber. Kommt ihr nicht mit? Naja, wir bleiben hier und saufen ein Bier. Ja, okay. Vielleicht sehen wir uns ja später nochmal. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt da bleiben. Für mich klang das jetzt ein bisschen nach einer Ausrede. Aber gut. Höre, der aufgelegt ist. Also abgehoben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, alle fangen an zu flüchten oder so. Zumindest sieht es da hinten so aus, als würden sie nach dem Ausweg suchen. Was ist denn das? Das sieht irgendwie unnormal aus, oder? Was meint ihr? Oh mein Gott. Was macht der denn? Das ist doch so ein Flüchtender hier gerade eben. Oder gibt es hier vorne was umsonst? Die gucken alle hier so. Ich weiß nicht, sollen wir kurz warten? Irgendwas? Vielleicht... Ich weiß nicht. Rabada. Aha, auf jeden Fall ist hier eine Leiter, wo wir hoch... klettern können. Ich habe keine Ahnung, was da unten abgeht, also... Aber ich glaube, wir werden das noch früh genug erfahren. Schauen wir mal. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt in diesen Raum rein. Ich glaube, wir kommen näher hin, als wir es vielleicht wollen. Da oben rein. Vielleicht erschaffen sie gerade irgendein Mega-Monster oder sowas und sind so fasziniert von ihrer Entwicklung, dass sie selber zuschauen müssen. Oder wollen.
würde es sehr gerne sehen, aber ich glaube, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob wir das dürfen. Da stehen wir selber drauf und versuchen da dran zu ziehen. Das ist ja genauso wie mit diesen Explosionen. Da wissen wir auch bis heute eigentlich nicht so genau, was das jetzt war, ne? Ja. Aha. Das ist ein komisches Fahrzeug. Aber da, wo die überall reingucken, das scheint diese Kugel hier zu sein. Da frage ich mich doch ein bisschen. Was zur Hölle treiben die hier? Ich weiß bis heute noch nicht, was die hier eigentlich machen. Ich ziehe jetzt einfach mal den Hebel. Das wird denen wahrscheinlich nicht gefallen. Das finden die bestimmt jetzt kacke. Jetzt bin ich gespannt. Wir kommen jetzt wohl... Nee, doch nicht. Ich dachte, wir kommen jetzt vielleicht doch ins Innere der Kugel. Nee. Da unten ist noch so ein komischer Deckel. Aha. Ja, so schnell kann ich da nicht hochschwimmen. Vielleicht müssen wir jetzt den Hebel wieder anmachen. Aha. Der tritt jetzt die Turbinen. Und jetzt können wir gleich loslassen und wir zischen da voll schnell rein durch die Leitungen und sind oben in der Kugel und sind nackt. Das hat uns voll die Klamotten vom Leib gezogen. Und da sind die Leute, die wir eben gerade von draußen gesehen haben. Servus, na? Aber warum? Was war hier? Was soll hier drin passieren? Was haben die denn hier erschaffen? Das ist ja hier wieder... Oh, ich kann es abstöpseln. Was zur Hölle ist... nein, ernsthaft? Ich glaube, das sind... Aha, das sind lauter Es hat mich verschluckt. Es sind lauter Menschen. Das ist eine Kugel aus Menschen, die wahrscheinlich so lange im Wasser... Deswegen lagern sie die Menschen im Wasser. Die waren wahrscheinlich so lange im Wasser, dass sie so weich geworden sind, dass man daraus eine Masse entwerfen kann. Also das wird ja immer... Faszinierender. So, wo können wir jetzt damit hin? Können wir damit überhaupt irgendwas machen? Ich fühle mich jetzt nur äußerst unschön. Ich komme nicht raus. Guck mal, wie das aussieht, wenn sie da so nach die ganzen Arme da so an die Scheibe tatscheln, so Gecko-mäßig, so wie das dann so wieder abploppt. Wahnsinn. Alter, was sind wir denn jetzt hier? Wie kommen wir überhaupt hier wieder weg? Ich habe das Gefühl, wir werden das nicht so schnell los. Ja, ich weiß auch nicht.
Ich kann da ja auch nicht jetzt eben mal so sagen, ja, ich steig jetzt aus, ne? Also war schön mit euch. Das geht ja jetzt nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, wir sind eher am Ende der Folge. Keine Ahnung, was wir jetzt mit dem wabbeligen Ding hier machen sollen. Keine Ahnung. Aber das finden wir noch raus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mal einen kleinen Like da. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr zu diesem klipprigen Ding hier haltet. Das ist ja... Ich hoffe, ihr seid nicht gerade dabei, irgendwas zu essen oder so. Weil ich glaube, wenn man jetzt so Wackelpudding isst oder so, da wird mir... Ja, weiß nicht. Da wird mir ganz anders da werden. Ja, ciao, ciao.